Der Long Island Iced Tea hat einen zweifelhaften Ruf. Das gilt auch für den japanischen Midori. Melonenlikör. Aber wenn der Ruf schon ruiniert ist, warum dann nicht beide zusammenbringen und ein wenig Spaß haben? In meiner Vorstellung ist der Tokyo Tea genauso entstanden und den machen wir jetzt. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian und sowohl der Long Island Iced Tea als auch der Midori Melonenlikör sind besser als ihr Ruf. Sind beide der absolute Barhochgenuss, also für mich nicht, aber sie haben ihre Daseinsberechtigung und wenn man sie richtig versteht bzw. einsetzt, dann kommt auch was Gutes dabei raus. Midori ist ein japanischer Likör, der vor allem wegen seiner recht künstlichen Farbe und der Tatsache, dass er sich wenig für große Cocktailklassiker eignet, nicht die Reputation anderer Liköre wie eines Dry Curaçaos, also eines Orangenlikörs oder Maraschinos hat. Er ist für seinen Einsatzzweck aber quasi alternativlos und er bringt diesen speziellen Melonengeschmack mit, der sich in einigen Drinks einfach grandios macht. Ich kann euch da den Midori Sour und den The Child empfehlen. Videos dazu verlinke ich euch jetzt nacheinander hier oben. Der Long Island Iced Tea hat seinen schlechten Ruf, vor allem durch schlechte Zubereitung erhalten, denn zu oft wird versucht, billigen Alkohol in zu viel Cola zu verstecken. Wie man einen richtig leckeren Long Island Iced Tea zubereitet, wie er entstanden ist, das erfahrt ihr in meinem jetzt hier oben verlinkten Video mit dem Rezept von Jeffrey Morgenthaler. Wann und wo der Tokyo Tea kreiert wurde, das ist nicht bekannt. Der Cocktailjournalist Simon Defort stellt eine lose Verbindung zu den 1990ern und der Restaurantkette TGI Fridays her, die damals für recht gute Bars bekannt war. Das ist aber auch eher so ein, da hätte der Drink hingepasst, als eine echte Entstehungsgeschichte. Defort sagt selbst, dass er den Drink nicht früher als 2007 in einem Cocktailbuch gefunden hat. Das Punch Drink Magazine hat eine Erwähnung auf der Webseite Webtender aus dem Jahr 1997 ausgemacht und spekuliert, ob der Drink vielleicht schon in den 1980ern unter dem Namen Three Mile Island Iced Tea entstand und von einem Reaktorunglück im Jahr 1979 in der Nähe von Philadelphia inspiriert war. Anders als es sonst häufig vorkommt, hat niemand ernsthaft die Urheberschaft des Drinks beansprucht und so bleibt seine Entstehung aber im Dunklen. Für seine Zubereitung brauchen wir die üblichen Spirituosen eines Long Island Iced Teas, also Wodka, weißen Rum, Blanco Tequila und Gin und dazu Limettensaft und je nach Rezept einen Orangenlikör und Midori oder nur den Midori und eine Limetten-Zitronenlimonade, die die sonst verwendete Cola ersetzt. Ich verwende Midori und den Orangenlikör, weil das Rezept für mich so einfach stimmiger ist. Alle verwendeten Zutaten, Werkzeug, Glasware etc. findet ihr wie immer im jetzt hier oben verlinkten Tresenwesen Homebar Shop. Und auch unter dem Video, da gibt es gegebenenfalls auch gerade gültige Rabatte für euch. Ja, der Drink wird geshakt. Wir müssen aber noch eine Sache vorher vorbereiten, denn ich habe hier einen sogenannten Collins Beer, also einen klaren Eisstick. Und damit der sich so ein bisschen an die Temperatur hier im Raum, an das Glas gewöhnen kann und nicht reißt, wenn wir die Zutaten gleich dazugeben, packe ich den jetzt schon mal ins Glas. Ja, und dann nehmen wir unseren Shaker. Zunächst die Oberseite. Ich habe hier einen Jigger in Zentilitern und wir beginnen mit frisch gepresstem Limettensaft. Davon brauchen wir 2,5 Zentiliter. Dann kommt der Orangenlikör hinzu. Von dem werden wir jetzt 1,5 Zentiliter brauchen und die gleiche Menge auch von allen anderen Zutaten. Weiter geht's mit dem Gin. Da eignet sich ein klassischer London Dry Gin, nichts zu Ausgefallenes. Ich habe hier den Number 3, davon 1,5 Zentiliter. Von unserem Wodka 1,5 Zentiliter. Ein Blanco Tequila mit 40 Volumenprozenten, hier der Tupanito. Absoluter Preis-Leistungstipp. Und unseren weißen Rum von Plantation mit 1,5 Zentilitern. Ja, und jetzt unser
Hauptdarsteller sozusagen, der Midori. Melonenlikör mit 1,5 Zentilitern. Ja, und da seht ihr diese leuchtend grüne Farbe, die sich nachher im Drink auch widerspiegeln wird. Dann nehmen wir die Unterseite des Shakers und füllen die mit Eis. Wir füllen die Zutaten um. Wir verschließen den Shaker so, dass es hier eine gerade Kante gibt. Und das Ganze kriegt jetzt 10 bis 15 Sekunden. Der Shaker ist kalt. Dann ist es unser Drink auch. Gut vermischt ist er sowieso. Wir schnappen uns unser Glas. Ich werde jetzt von unserer Sprite, von unserer Zitronenlimonade schon mal einen Schuss unten reingeben. Dann schäumt das Ganze gleich nicht so. Die war natürlich im Kühlschrank, sodass sie vorgekühlt ist und uns auch der Eisbier nicht reißt. So, und jetzt nehmen wir einen Hawthorne Strainer und einen Fine Strainer und gießen den Drink um. Ja, würde ich sagen, die Menge Sprite gut abgeschätzt. Sollten so um die 3 Zentiliter gewesen sein. Ja, und als Garnitur bekommt das Ganze üblicherweise eine Zitronenscheibe. Und da habe ich hier auch was vorbereitet. Die können wir hier leicht gedreht ins Glas geben. Und gerne genommen wird auch noch eine Maraschino-Kirsche auf einem Pick. Ja, die ist ein bisschen weit oben, um gut auszusehen. Die schieben wir mal noch ein bisschen runter mit dem Löffel. Und ich habe hier für euch den Tokyo Tea. Ja, wie immer, bevor ich gleich für euch probiere, noch die obligatorische Bitte. Wenn euch gefällt, was ich hier mache, wenn ihr häufiger meine Videos schaut, dann lasst doch ein Like da. Und wenn ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke. Es sind nur wenige Klicks, es kostet euch nichts und es hilft dem Kanal. Und ich sag danke dafür. Ja, zum Tokyo Tea. Also ehrlich, die Maraschino-Kirsche gefällt mir optisch nicht. Die lassen wir einfach weg und ich probiere für euch. Also der Midori kommt noch überraschend gut durch. Trotz der starken anderen Aromen, die wir teilweise drin haben. Das Ganze ist frisch, herb. Man schmeckt den Rum. Und den Gin raus, leicht kräutrig, die Botanicals. Auch die Orangennote vom Dry Curaçao habe ich noch drin. Jetzt im Abgang kommt so ein bisschen das Erdige vom Tequila. Sehr süffig. Nicht die hohe Cocktailkunst, kein Nerd-Stuff, aber auf jeden Fall ein Eyecatcher mit einem sehr interessanten Geschmack, mit einem ungewöhnlichen Geschmack. Ich bin sicher, dass der als unkomplizierter Party-Drink wirklich sehr, sehr gut funktionieren wird. Probiert es einfach mal aus. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn ihr Lust habt, dann schaut doch auch mal nach unserer Kanalmitgliedschaft. Die findet ihr unter dem Video oder nach unserem Instagram-Channel. Den gibt es jetzt hier oben verlinkt. Im Abspann verlinke ich euch weitere Videos. Ich bedanke mich fürs Zusehen heute. Ich freue mich sehr aufs nächste Mal. Macht's gut, bis dann. Cheers.